Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder euer M3D und er weiß genau, was er zu tun hat. Nein, eigentlich nicht, aber er versucht jetzt zumindest mal ein bisschen weiterzukommen in dem schönen Game hier. Und ja, jetzt halt die Frage, was können wir noch alles probieren hier, ne? Hier kann man auf jeden Fall wahrscheinlich als Minischlink rein. Aber wir können mal die ganzen Flugpunkte einfach abgrasen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Hier waren wir. Ach, scheiß drauf. Wir fliegen jetzt einfach mal dahin und mal gucken, was passiert. Wir müssen irgendwie mal herausfinden, was wir machen müssen. Hier waren wir noch nicht, ne? Cool. Warte mal. Jetzt weiß ich, wir kommen schon mal ein kleines bisschen voran. Toll, weißt du jetzt auf einmal, wo man nicht damit rechnet. Ein Herz. Du willst Fragmente vereinen, Kollege. Ja, dein Fragment haben wir aber nicht. Das ist scheiße, ne? Gut, egal, was hast du uns zu sagen? Nanu, ein Gast! Welch seltene Ehre! Wenn du Fragen hast, dann frag mich. Ich weiß fast alles, was? Du willst in den Tempel, den man vom See aus sieht? Es gibt einen Minisch, der den Tempel vor langer Zeit einmal betreten hat. Er heißt Lexstar und lebt in der Bücherei in der Stadt. Die Bücherei müsste bald aufmachen. Geh doch mal hin. Die Bücherei. Also müsste ich jetzt in die Stadt, in die Bücherei oder wie? Da fliege ich mir am besten mal wieder. Und zwar genau hier hin. Ja, genau. Da wollen wir hin. Alles klar, Bücherei, wo bist du? Zuerst mache ich mal hier so die Handschuhe weg. Diese Flöte. Ist das eine Bücherei? Hallo? Da sieht man aus wie eine Bücherei. Hey, willkommen in der Bücherei, wenn das nicht M3 ist. Aberichs Enkelkind. Sieh dich in Ruhe um. Dankeschön. Oh, warte mal, mit den Schuhen können wir doch diese Masken hier runter haben, oder? Ja, gibt wenigstens ein paar Münzen, das ist okay. Jawohl, dankeschön. Passt. So, was willst du? Welches Buch leih ich mir heute aus? Hm? Nimm dir ein Porno, das passt immer. So, was ist hier los? Fragmente vereinen will der. Sein Fragment haben wir sogar. Ja, Glückstreffer. Bitteschön. Auch noch hin. 1000 Kisten an denselben Stellen. Sie passen perfekt. Alter, so schrei ich doch jetzt nicht rum. Die Bücherei bewegt sich ganz von alleine, aber das glaubt mir keiner. Nee, das glaubt dir auch keiner, Junge. Macht keinen Sinn. Alles klar, Chayas. Bams und Gibi und klein werden und Gibi hoch 2. Geil, jetzt kann ich mich auch auf der Seite umgucken. Ja, na super, das passt doch. Alles klar, cool. Hey, na sowas. Die Bücher wurden verliehen. Und nun kommen wir nicht mehr zurück zu Lexstar, dem Ältesten. Ob der Älteste allein klarkommt? Oh je, ich sorge mich so sehr. Die Bibliothekarin müsste eigentlich wissen, wer die Bücher hat. Wir Minis sind da vollkommen hilflos. Oh nein. Ah, ich verstehe. Warte mal, ich kann auch dahin. Was ist da? Nix. Okay. Ach so, da würde jetzt eigentlich das Buch stehen. Ah, ich verstehe es. Ah, da kann man ein Fragment vereinen. Was willst du? Deins haben wir sogar. Schön. Bitteschön. Ah. Und ich habe noch mehr Gegner hin. Scheiße, Mann. Oh, sorry. Die Bücher, auf denen man hochklettern könnte, sind alle verliehen. Du kannst Lexstars Abenteuergeschichten nicht hören. Schade. Alles klar. Chayas, wir kommen voran. So. Hier kann man jetzt natürlich nirgendwo hingehen. Kann man hier noch nach rangehen? Nein. Hier wahrscheinlich auch nicht. Nein. Und hier auch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier runter so. Ah, aber zu dem komme ich leider noch nicht. Hier komme ich auch nirgendwo lang. Hier komme ich auch nicht rüber. Also hier so klein werden macht nicht so viel Sinn. Oh, außer ins Wasser natürlich fallen, aber das ist was anderes. Hier komme ich auch nicht voran. Hier auch nicht. Gut, also klein werden macht hier einfach keinen Sinn. Schade. Können wir das schon mal nicht zu unserem Vorteil nutzen? Da gehen wir mal jetzt gucken und labern mal diese Bibliothekarin an und gucken, ob die uns wirklich eine Information geben kann. War dann natürlich sehr nice. Hilfe. Hallo, ich bin für die Büchereiausgabe zuständig. Meine Nachbarin hat Probleme. Was? Ja gut, und was für Probleme hast du denn?
Wie kann man das beschreiben, wenn das nicht Master ist, aber recht Ecke-Kind? Wie? Die Bücher aus dem Regal im ersten Stock? Das, wo drei Bücher fehlen? Das ist ja das Problem. Sie sind schon lange ausgeliehen und werden einfach nicht zurückgegeben. Das Bilderlexikon der Tierwelt zum Beispiel, das hat eine Katzenbesitzerin ausgeliehen. Das darf sie auch, aber sie muss es wieder zurückgeben. Ah, eine Katzenbesitzerin. Ich brauche ein Glas mit Wasser, behaupte ich jetzt mal. Oder beziehungsweise ich fülle jetzt das Glas mit Wasser, um zu gucken, was abgeht. So, das wollte ich ja schon in der letzten Folge machen, aber ich habe es verpeilt. Gut. Hoppala. Katzenbesitzerin. Wer besitzt hier eine Katze, verdammt? Ja, wahrscheinlich hier unten irgendwo. Ah, was ist hier? Fragmenteverein, gib ihm! Hab ich sogar, bitteschön! Alles klar, wir spulen natürlich dementsprechend vor, weil den Shit will ja keiner so lange sehen. Tja. Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman der Makler, ich suche einen Mieter für dieses Haus. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Mehr Leute wären zu laut und würden nur alles schmutzig machen. Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst, der ein Haus sucht. Naja. Gut, du hast nur einen Hund. Das ist verkehrt. Weil du bist eine Frau. Cool und nett wahrscheinlich. Nein! Oh, jetzt habe ich das Wasser ausgeschüttet. Alter Schwede. Kann ich ja einen Brunnen Neues holen? Hier ist doch ein Brunnen, oder? Ah, hier. Hallo. Nee, das geht wohl nicht. Gut, der ganze Weg nochmal. Moment. Ja, ja. Zack, zack, zack. Und zurück, Kollege. Und zurück. Ah, ne, hier runter muss ich, ne? Ja, genau da. Moment. Nehmen wir mal ein Schwert in die Hand. So. Finger weg von der Taste, damit ich nicht hier nochmal das Wasser ausschütte. Hallo? Wie? Das Buch aus der Bücherei? Bilderlexikon der Tierwelt? Ja, das habe ich ausgeliehen. Bist du extra deswegen hier? Das ist aber nett. Kannst du es für mich aus meinem Haus holen? Ich kann hier jetzt nicht weg. Der König benimmt sich merkwürdig. Aber unsere Liebe stört das nicht. Ah, hier muss ich wahrscheinlich dieses Ding hier umdrehen. Zack. Dann werd mal klein, Link. Gut, kann ich mit dem Hund irgendwas machen? Reden, bla bla bla. Heiß, wow. Der Kamin ist so heiß. Weil mehr Menschen da sind, ist es noch heißer. Ich brauche Abkühlung. Kann ich den Kamin ausmachen, oder was? Haben wir dein Fragment? Dein Fragment haben wir. Schön. Das passt. Aha. Da muss ich dann wohl auch mal hin. Gut, dann machen wir doch mal hier, ne? Rambazamba, würde ich sagen. Ich glaube, als kleiner Link werde ich das Feuer wohl niemals auskriegen. So, und... Ach, ist aus. Da hätte das gedacht. Dann reden wir nochmal mit dem Hund. Vielleicht gibt er uns irgendwas. Danke, wow, du hast das Feuer im Kamin ausgemacht. Und mein Herr schnallt so wirklich, flirte ständig mit der von nebenan. Er liebt sie heiß und innig. Ah, erzähl weiter, Köter. Oh, hier bin ich also. Ah, und die Katze dort starrt uns an. Die hat sicherlich das Gute im Sinn. Na nu, sieh doch, Master. Das Buch liegt auf dem Bücherregal. Aber wie kommen wir da nur ran? Von hier aus ist es unerreichbar und eine Leiter gibt es auch nicht. Es sieht auch so mitten, weit hinten, dass es nichts nützt, am Regal zu rütteln. Was sollen wir nur tun? Katze? Miau? Fragmenteverein! Bäm! Dein Fragment habe ich aber nicht. Na, scheiße. Egal, gehen wir einfach mal hier. Das war ein Schreck. Wenn man klein ist, sind die Gefahren groß. Ah. Jawohl, schieb, schieb! Cool. Wie kann ich es jetzt aufheben? Gar nicht. Ah, ich muss wahrscheinlich wieder zurück und groß werden. Alles klar. Also müssten wir theoretisch gesehen drei Bücher finden. Also schwer dürfte das ja nicht sein, oder? So, jetzt mal hier nebenan gehen. Den Brief lesen. Liebe Mutter, ich bin im Haus nebenan. Da steht Bilderlexikon der Tierwelt, Bitch. Da würde ich mal sagen, ab in die Bibliothek. Und denen das Schrottbuch geben. Hallo, Halli, Hallöle. Dieses Bilderlexikon der Welt war schon ewig ausgeliehen. Ah, ja, Master, du hast es mir zurückgebracht. Danke. Das ist eine große Hilfe. Du bist wirklich sehr nett.
Als nächstes wäre das Buch, genau, die Legende der Minish, ist auch schon lange überfällig. Das hat ein Forscher, der etwas zerstreut wirkt, und er wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. In der Nähe der Mühle am Bach. In der Nähe der Mühle am Bach. Der? Nein, nicht wirklich. Fragmenteverein. Haben wir nicht. Tut mir leid. Der ist es nicht. Hier komme ich nicht vorbei. Also müsste ich theoretisch gesehen klein werden. Klein, klein, klein. So. In der Nähe der Mühle am... Oh, Fragmenteverein. Haben wir deins? Haben wir. Schön. Was gibt's? Alles klar, dieses kleine Fleckchenland. So, dann gucken wir doch mal jetzt, ne? Hoppala. So wollte ich es machen. Alles klar, jetzt hier lang. So, tschukka, tschukka, tschukka da. Jetzt kann man ja hier rüber. Aber wer ist denn der Richtige jetzt? Alles klar, du bestimmt, ne? Nur, was mache ich denn da jetzt? Kennst du den geheimen Spruch, der zum Schatz führen soll? Über den reißenden Strom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei einen großen Wesen neben einem wilden Wasserfall. Ist der geheime Eingang zu dem Ort, an dem der Schatz verborgen ist. Es soll ein Werkzeug sein, mit dem wir Minish riesige Dinge schieben können. Der Legende zufolge muss man von diesem Haus aus losgehen. Alles klar. Tja, es bringt ja nichts anderes, ne? Das Feuer kriege ich ja nicht aus. Und reden können wir mit dem Typen bestimmt nicht, oder? Aber eigentlich hat er doch ein Buch ausgeliehen. Wo ist denn das? So, von dem reißenden Wasserfall aus. Ja. Keine Ahnung, Alter. Oh, ja, stimmt ja. Man kann ja hier groß werden. Na, jetzt ergibt die Scheiße ja auch endlich mal einen Sinn. Oh, warte mal, kann man mit den Fragmenten vereinen? Fragmente vereinen? Ja, geht. Hab ich nicht. Fragmente, nein, okay. Dann mache ich einen Abgang. Alter, na klar. Was ist, hm? Das Buch von der Bücherei? Oh, pardon. Nun gut, komm doch herein. Cool. Oh, Wasser brauche ich. Genau, Wasser. Oh, scheiße. Jawohl. Gib ihm. Und jetzt löschen wir den Kamin. Zack. Ah, das lief noch nicht so ganz so prickelnd. Warte mal. Ah, was mache ich denn da jetzt? Achso, erstmal muss ich mit dem reden, klar. Ich bin Blüm, der Minish-Forscher. Du meinst die Legende der Minish aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Sind vielleicht Mäuse in meinem Haus? Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du es für mich finden. Ich muss weiterforschen. Schlecht. Das Bücherregal kriege ich auch nicht weiter bewegt, habe ich das Gefühl. Oh, warte mal. Mit dem Hund. Der fuckt mich auch so ab, Drecksköter. Wow, wow. Ja, ich weiß. Was geht bei dir schief? Die Figuren von Minitendo sind etwas ganz Besonderes. Aber ein Kind wie du versteht das noch nicht. Ja, halt die Fresse. So. Rein da und wieder klein werden. Und zwar genau so. Jawohl. Ist wieder... Oh, fette Sau, Mann. Geh mal aus dem Weg. Oh, guck mal. Ich könnte hier lang gehen. Chaka, 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 chaka. Oh, wer bist denn du? Der Handwerksmeister ist ihm schon gelobelt. Aber er ist ein feiner Kerl. Fragmenteverein. Kann ich nicht. Tut mir leid, Kollege. Tut mir... Ah, Hilfe, Hilfe. So. Dann gehen wir mal jetzt da lang, da runter und da wieder raus. Und... Kann man mit dem Hund reden? Fragmente vereinen. Das habe ich nicht, Mann. Oh, was? Oh, Entschuldigung. Es ist, weil ich mache gleich Platz. Sorry. Ja, wann ist gleich? Mach Platz, Junge, mach Platz. Keiner hat mich gefragt, warum ich die ganze Zeit den Weg versperrt habe. Die Menschen der Stadt sind höflich, aber auch ein bisschen zu passiv. Ah. Das heißt, theoretisch gesehen könnte ich ihn dann ansprechen, vermute ich mal gleich.
Jetzt macht er Platz. Ja, er macht Platz. Dieses Haus gefällt mir sehr. Der beste Ort in der ganzen Menschenstadt. Hier will ich mich für immer niederlassen. Fragmenteverein, gib ihm. Deins haben wir sogar. Cool. Alles klärchen. Oh, toll. Besuchen wir ein andermal. Ist ja kein Problem. Machen wir auch noch irgendwann. So, jetzt komme ich hier gut voran. Würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Tschüss.